Sve lepote nemačke gramatike. Jemand hat das Geld gefunden. Wer hat das Geld gefunden? Ich weiß nicht, wer das Geld gefunden hat. Niemand hat das Geld gefunden. Ich frage mich, ob er das Geld gefunden hat. Wenn ich das Geld finden würde, würde ich es dir sagen. Wenn ich das Geld gefunden hätte, hätte ich es dir gesagt. Halo, guten Abend, dobrodošli, dobrodošli u novu video lekciju. Kao što ste vidjeli, dakle, krećemo od prostijeg i idemo ka složenijem. Sve lepote nemačke gramatike, dakle, kako se pravi zavisna rečenica, kako se napravi konjunktiv zwei u prezentu, konjunktiv zwei u prošlosti, od osnovnog ka težim primjerima. Dakle, možete se i na ovakvim primjerima sami istestirati i vidjeti koliko toga ste već dovoljno savladali, a šta je ono na čemu još malo treba da poradite, dakle 20 minuta vežbe na nemačkom za malo viši nivo. Krećemo odmah. Rečenica broj 1. Neko je pronašao novac. Kako ćemo to reći na nemačkom? Dakle, u pitanju je prošlo vreme. Tako. Pronašao. Koristimo perfekat, pomoćni glagol hat, odnosno haben, i glavni glagol finden, odnosno gefunden. I dobijamo rečenicu jemand hat das Geld gefunden. Jemand hat das Geld gefunden. Ko je pronašao novac? Je sljedeća rečenica. Ko je pronašao novac? Wer hat das Geld gefunden? Opet prošlo vrijeme. Wer hat das Geld gefunden? Sljedeća rečenica jeste ne znam ko je pronašao novac. Ich weiß nicht, wer das Geld gefunden hat. Ich weiß nicht, wer das Geld gefunden hat. Ich weiß nicht, ne znam, zarez. I ovo je sad zavisna rečenica, nije kao ovo direktno pitanje. Wer hat das Geld gefunden? Ich weiß nicht, wer. I onda ovo hat odavde otišlo na kraj, zato što je zavisna rečenica, pomoćni glagol na kraju. Ich weiß nicht, wer das Geld gefunden hat. Niko nije pronašao novac. Niko nije pronašao novac. Niemand hat das Geld gefunden. Niemand hat das Geld gefunden. Also jemand, neko, niemand, niko. Mi kažemo niko nije pronašao. A zapravo na nemačkom kažemo niko je pronašao. Dakle, ne koristimo dve negacije. Niemand hat das Geld nicht gefunden. Niko nije pronašao, već samo kažemo niemand hat das Geld gefunden. Niemand hat das Geld gefunden. Pitam se da li je on pronašao novac. Ich frage mich, pitam se, ich frage mich, ob er das Geld gefunden hat. Ich frage mich, pitam se, zarez, ob, zavisna rečenica, das Geld gefunden hat. Čisti situacija kao s ovim, ich weiß nicht, wer das Geld gefunden hat. Ich frage mich, ob, da li, ob er das Geld gefunden hat. Dakle, jednostavno primetite da kad imamo neku uvodnu, da kažem, rečenicu, ih weiß nicht, ich frage mich, onda idemo zarez, pa ovdje vidimo neku upitnu reč ili ob, u svakom slučaju pitanje je zavisna. Ich frage mich, ob er das Geld gefunden hat. Kad bih ja pronašao novac, ja bih ti rekao. Kad bih ja pronašao novac,
Ja, bih ti to rekao. Sada imamo konjunktiv, zwei rečenice würde. Wenn ich das Geld finden würde, kad bih ja pronašao novac, ja bih ti rekao, würde ich es dir sagen. Wenn ich das Geld finden würde, kad bih ja pronašao novac, ja bih ti rekao, prepoznajete taj konjunktiv zwei u prezentu, potom ja bih, šta bi bilo, kad bi bilo. Kad bih ja pronašao novac, ja bih ti rekao. Wenn ich das Geld finden würde, würde ich es dir sagen. Ja bih ti to rekao. I druga varijanta jeste da sam ja pronašao novac, pričamo u prošlosti, da sam ja pronašao novac, ja bih ti to rekao. To je konjunktiv zwei u prošlosti. Wenn ich das Geld gefunden hätte, hätte ich es dir gesagt. Ovo je možda malo teži. Dakle, zapravo kao perfektu rečenicu. Ich habe gefunden, ich habe gesagt. Samo što umjesto habe koristim hätte. I to je konjunktiv zwei u prošlosti. Wenn ich das Geld gefunden hätte, da sam ja pronašao novac, hätte ich es dir gesagt. Ja bih ti to rekao. A ova šestica je, ako kad bih ja pronašao novac, wenn ich das Geld finden würde, ja bih ti to rekao, würde ich es dir sagen. Ok, dakle sve lepote nemačke gramatike, obrečenica, znači zavisna, gde indirektno pitanje, zavisna glagol na kraju, konjunktiv. Zwei würde, würde u prezentu, konjunktiv zwei u prošlom vremenu, hätte gefunden, hätte gesagt, so weiter. Dobro, idemo na sljedeću rečenicu. Neko je kupio crveni sportski auto. Ko? Opet i sad neko. Jemand hat, znači u prošlom vremenu, jemand hat, koga šta u akuzativu imamo wagen, muškog roda, tako da je den roten Sportwagen gekauft. Jemand hat den roten Sportwagen gekauft. Ko je kupio crveni sportski auto? Wer hat den roten Sportwagen gekauft? Ko je kupio? Wer hat den roten Sportwagen gekauft? Niko nije kupio, sve ćete se imali smo no niemand. Niko nije kupio. Niemand hat den roten Sportwagen gekauft. Niemand hat den roten Sportwagen gekauft. Oder ne znam ko je kupio. Ich weiß nicht, zarez, wer, i sad je to zavisna rečenica, znači to je indirektno pitanje, glagol na kraju. Ne znam ko je kupio Sportwagen. Ich weiß nicht, wer den roten Sportwagen gekauft hat. Ich weiß nicht, wer den roten Sportwagen gekauft hat. Ich weiß nicht, wer den roten Sportwagen gekauft hat. Pitam se, da li je on kupio taj wagen, Sportwagen. Pitam se, da li je on kupio Ich frage mich, ob, da li, ob er den roten Sportwagen gekauft hat. Ich weiß nicht, aber ich frage mich, ob er den roten Sportwagen gekauft hat.
Ich frage mich, ob. Kad bih ja kupio skup sportski auto, ja bih ti to rekao. Kad bih ja kupio, bih ti to rekao. Znači, to je konjunktiv 2 i sad u prezentu u verb. Wenn ich einen teuren roten Sportwagen kaufen würde, kad bih ga kupio, kaufen würde, würde ich es dir sagen. Ja, bih ti rekao. Würde ich es dir sagen. Wenn ich einen teuren Sportwagen kaufen würde, würde ich es dir sagen. Das sam ja kupio teuren Sportwagen, ja, bih ti to rekao. Da smo rekli, sada je to konjunktiv 2 u prošlosti. Da sam ko kupio, ja bih ti to rekao. Znači, to smo rekli kao perfekat. Ja sam kupio, ja sam ti rekao. Umesto haben ide hätte. I dobijemo, wenn ich einen teuren Sportwagen gekauft hätte, hätte ich es dir gesagt. Da sam kupio, ja bih ti rekao, wenn ich einen teuren Sportwagen gekauft hätte, da sam ga kupio, hätte ich es dir gesagt, ja bih ti to već rekao. Kad bih kupio, wenn ich einen Wagen kaufen würde, ja bih ti rekao, würde ich es dir gesagt. Ok, možemo na sljedeću. Neko mu je pomogao. Njemu. Jemand hat ihm geholfen. Jemand hat ihm geholfen. Komu je pomogao? Wer hat ihm geholfen? Znači helfen u Partizip 2 geholfen. Wer hat ihm geholfen? Komu je pomogao? Wer hat ihm geholfen? Ne znam komu je pomogao. Ich weiß nicht. Zarez. Wer ihm geholfen hat? Ich weiß nicht, wer ihm na kraju, geholfen hat. Ich weiß nicht, wer ihm geholfen hat. Nikomu nije pomogao. Niemand hat ihm geholfen. Niemand hat ihm geholfen. Nikomu nije pomogao. Ali pitam se da li mu je on pomogao. Ich frage mich, da li, ob. Ich frage mich, ob er ihm geholfen hat. Ich frage mich, wer ihm geholfen hat. Ich frage mich, ob er ihm geholfen hat. Kad bih mu ja pomagao, ja bih ti to rekao. Wenn ich ihm helfen würde, kad bih mu pomagao, wenn ich ihm helfen würde, würde ich es dir sagen. Wenn ich ihm helfen würde, würde ich es dir sagen. Ah, das sam mu ja pomogao, ja bih ti rekao. Konjunktiv 2 u prošlosti.
Wenn ich ihm geholfen hätte, hätte ich es dir gesagt. Da sam mu pomogao. Wenn ich ihm geholfen hätte, ja bih ti rekao, hätte ich es dir gesagt. Hätte ich es dir gesagt. Okay. Idemo još jednom. Neko dolazi danas u posetu. Jemand kommt heute zu Besuch. Jemand kommt heute zu Besuch. Neko dolazi u posetu. Jemand kommt heute zu Besuch. Ko dolazi danas u posetu? Wer kommt heute zu Besuch? Wer kommt heute zu Besuch? Ko dolazi u posetu? Ma niko ne dolazi danas u posetu. Niemand kommt heute zu Besuch. Niko ne dolazi. Niemand kommt heute zu Besuch. Ja ne znam ko danas dolazi u posetu. Ich weiß nicht, wer heute zu Besuch kommt. Ich weiß nicht, wer heute zu Besuch kommt. Ich weiß nicht, wer heute zu Besuch kommt. Pitam se da li on dolazi danas u posetu. Ich frage mich, ob er heute zu Besuch kommt. Ich frage mich, ob er heute zu Besuch kommt. Kada bi on danas dolazio u posetu, ja bih ti rekao. Sećate se? Kada bi, šta bi bilo, kad bi bilo, würde. Wenn er heute zu Besuch kommen würde, kad bi on dolazio, würde ich es dir sagen. Ja bi ti rekao. Würde plus infinitiv. Wenn er heute zu Besuch kommen würde, würde ich es dir sagen. Da je on došao u posetu, ja bih ti rekao. U prošlosti, da je došao, ja bih ti rekao. Gestern. Ovdje pazite na vere. Sad ćemo objasniti. Sad nije hete hete, nego hete vere. Zato što imamo glagol kretanja. Wenn er gestern zu Besuch gekommen wäre, da je on došao. Wenn er gekommen wäre, da je došao, ali nije. Ja bih ti rekao. Hätte ich es dir gesagt. Ovdje je ostalo hätte, pošto je glagol sagen, pomoćni glagol je haben. Hätte. Kod kommen, glagol kretanja, znači pomoćni glagol je sein. Wenn er gestern zu Besuch gekommen wäre, hätte ich es dir gesagt. Ja bih ti to rekao. Also, dobro vežba. Sve lepote nemačke gramatike. Jemand hat das Geld gefunden. Wer hat das Geld gefunden? Ich weiß nicht, wer das Geld gefunden hat. Niemand hat das Geld gefunden. Ich frage mich, ob er das Geld gefunden hat. Wenn ich das Geld finden würde, würde ich es dir sagen. Wenn ich das Geld gefunden hätte, hätte ich es dir gesagt. Jemand hat den roten Sportwagen gekauft. Wer hat den roten Sportwagen gekauft? Niemand hat den roten Sportwagen gekauft. Ich weiß nicht, wer den roten Sportwagen gekauft hat. Ich frage mich, ob er den roten Sportwagen gekauft hat. Wenn ich einen teuren Sportwagen kaufen würde, würde ich es dir sagen. Wenn ich einen teuren Sportwagen gekauft hätte, hätte ich es dir gesagt.
Die dritte Kombination. Jemand hat ihm geholfen. Wer hat ihm geholfen? Ich weiß nicht, wer ihm geholfen hat. Niemand hat ihm geholfen. Ich frage mich, ob er ihm geholfen hat. Wenn ich ihm helfen würde, würde ich es dir sagen. Wenn ich ihm geholfen hätte, hätte ich es dir gesagt. Chatwörter. Jemand kommt heute zu Besuch. Wer kommt heute zu Besuch? Niemand kommt heute zu Besuch. Ich weiß nicht, wer heute zu Besuch kommt. Ich frage mich, ob er heute zu Besuch kommt. Wenn er heute zu Besuch kommen würde, würde ich es dir sagen. Wenn er gestern zu Besuch gekommen wäre, hätte ich es dir gesagt. Okay, dann se dopalo. Dam se dopalo. Meni je interesantno. Ja, ovako učim i ostale jezike, dakle pravi to što više saznajete o gramatici i o vokabularu. Dakle, od najprostije rečenice krenete i onda vidite dokle možete da dođete. Dakle, prezent, pa prevodite u perfekt, po buduće vrijeme, po zavisnu rečenicu, po konjunktiv, zwei, und so weiter, i tako istestirate koliko znate, a šta je ono što još treba da učite i obnoviti. Naravno, ovo je samo neki delić svega toga od gramatike što možemo da naučimo, ali ok, malo po malo, mic po mic. Hvala vam što ste odgledali video lekciju, nadam se da je dosta vas odgledalo do kraja i da ćemo se vidjeti u narednoj. Ćus!